Die Nacht wird im Sonnenecken sprichwörtlich zum Tag. Guten Abend miteinander. Für das Personal vom Sonnenecken ist die Nachtwache ein Knochenjob. Es gibt nämlich kaum Patienten, die eine Nacht durchschlafen. Und wenn sie nicht schlafen, sind sie praktisch überall, nur nicht ruhig im Bett. Es ist Nacht geworden im Sonnenecken. Von Nachtruhe kann im Haus an der Konradstrasse aber keine Rede sein. Es gibt immer genug unruhige Seelen, die nicht schlafen können. Bis Mitternacht dürfen sie in der Cafeteria sein. Einer davon ist der Rolf. Es ist nicht sein Lymphdrüsenkrebs, der ihn beschäftigt, sondern seine Frau, die im Unispital im Koma liegt. Das wird für das sein, natürlich, weil es ist im Moment ein Ereignis, das mich am tiefsten beschäftigen von allem, was ich jetzt gerade erlebt habe. Und ich habe viel erlebt. Das Personal ist während der Nachtschicht fast pausenlos am Arbeiten. Es gibt immer etwas zu tun. Auch Arbeiten, die nicht zwingend im Kompetenzbereich von einer Pflegefachperson gehören. Ja, das stimmt. Aber es ist auch nicht anders möglich, weil ich meine, es ist offen bis um 12 Uhr bei uns. Und irgendwann muss man dann putzen. Und am Morgen früh am 7 Uhr, wenn die Küche kommt, sollte es wieder einigermaßen sauber sein. Es ist noch nicht mal fertig geputzt und schon zeigt sich, warum ein Personal auf der Nachtwache nie langweilig wird. Ein Patient hat schon über 3 Promille Alkohol im Blut und will unbedingt noch ein starkes Bier. Im ersten Gespräch versucht der Stationsleiter, den Patienten davon abzubringen und vertröstet ihn auf 10 Minuten später. Aber zu mühsam wird das dem Patienten nicht, denn seine Sucht ist stärker. Das Problem ist, dass er auf den Zug langsam kommt, respektive das Gefühl hat, er käme langsam auf den Zug. Aber er hat relativ viel Valium gehabt und ich denke, jetzt müssen wir einfach noch ein bisschen warten, dass nicht alles miteinander wirkt. Dann aufs, ja. Aber wir werden sicher rauslassen. Es macht ja keinen Sinn, wenn er da anfängt, Radau machen und immer schreit und so. Das bringt ja auch nichts. Es ist ein Abwägen zwischen dem kleineren Übel, das häufig zum Entscheid führt. Auch wenn der Patient kaum mehr stehen kann, der Sonnenecke ist ein Spital und kein Gefängnis. Drin behalten würde das Personal den Patienten nur, wenn sein Leben kritisch bedroht würde und dann sowieso den Notarzt rufen. Kritisch kann die Nachtwache aber auch fürs Personal sein. Gerade dann, wenn ein Patient nicht mehr kontrollierbar ist. Auch diese Fälle kommen im Sonnenecke vor. Der ist körperlich und psychisch sehr schlecht zu Weg, sehr ist bewirrt. Er hätte auch nicht mehr reden können, sodass man ihn verstanden hat. Schmerzen hat er zum Teil angegeben, man hat aber nicht gewusst, was für Schmerzen das hat, weil er es nicht mehr artikulieren konnte. Und dann hat man einfach einen riesen Mensch, der schreit, auf allen Vieren im Zeug herumkreucht. Die Tür, also die Kastentürenecke, kommt in den Weg, er schlägt den Kopf an, er fliegt um. Und du musst einfach schauen, dass du nach vorne kommst. In der Nacht hat es im Sonnenecken keinen Arzt. Falls ein Notfall eintritt, ruft die Nachtwache, die Ambulanz oder der Picke vom Sonnenecken. Mittlerweile hat der alkoholkranke Patient sein Bier fertig getrunken. Es wird aber noch mehr als 2 Stunden dauern, bis er schläft. Alleine laufen kann er nicht mehr. Oh, verdammte Scheiße. Es sind die schwersten Probleme, die der 38-Jährige begleitet. Die Alkoholsucht ist nur ein Abbild von dem, wie sein Patient drinnen aussieht. In der Spitalapotheke läuft die Vorbereitung auf den nächsten Tag. Die Medis sind gestellt, der Frühdienst kontrolliert nochmal, weil natürlich immer Fehler passieren können. Was das Medikament betrifft, was die Dosierung betrifft und so weiter, das wird nochmal gegenkontrolliert. Und dann geht es am Morgen los, irgendwie mit den Morgenmedis, und dann werden die rausgegeben. Häufige Medikamente, die die Patienten im Sonnenecken haben müssen, sind HIV-Präparat, Schmerz- und Beruhigungsmittel. Die ganz starken und gefährlichen sind im Keller gut geschützt vor Diebstahl und Missbrauch. Da haben wir alles Methadon drin und alles Morphium, alle Betäubungsmittel. Und da haben nur 3 Leute einen Schlüssel davon und haben Zugang zu dem. Missbrauch, Drogen- und Medikamentenhandel sind ein Thema im Sonnenecken. Der Stationsleiter zeigt, was er auf einem Zimmerrundgang entdeckt hat. Wenn du das anschaust, denkst du, es sind nur Zündhölzchen. Und wenn du das jetzt ein bisschen genauer anschaust, dann kommt da. Kann ich das mal ausleeren, dann kann man es besser sehen. Das sind da Valium, Minalgin, Schmerzmittel. Das tun wir alles vernichten jetzt miteinander. Das
es gibt die fantastischsten Möglichkeiten, uns zu linken auch, dass sie Sachen in einen Becher hineinspeuzen, elegant in Kübel hineinrühren und später wieder können wir holen. So. Also, wir haben verschiedene Leute, wir müssen auf alles gefasst sein. Das letzte Starkbier zeigt seine Wirkung. Der Patient schläft endlich, ins Bett hat er es aber nicht mehr geschafft. Nach über 3 Stunden hin und her lupft ihn die Pfleger ins Bett. Keine 3 Stunden später wird er zwar wieder wach sein und nach dem nächsten Bier verlangen, aber so ist er, der Alltag vom Sonnenecken. Tragisch, traurig und irgendwie ergreifend unterhaltsam.